Herzlich willkommen zum Slupcast, die Slup im Überblick für Schülerinnen und Schüler. Ich bin Sandra und möchte euch heute die Slup vorstellen. Die Slup ist eine der größten wissenschaftlichen Bibliotheken in Deutschland. Sie steht allen Interessierten offen, Studierenden, Schülerinnen und Schülern, Forschenden und allen anderen, die hier lernen, lesen oder gemeinsam arbeiten möchten. Die Nutzung ist übrigens kostenfrei. Wir besitzen eine riesige Menge Literatur. Bei der Suche im Bibliothekskatalog kann man die verschiedenen sogenannten Medientypen anhand der Icons in der Ergebnisliste unterscheiden. Neben Büchern gibt es noch Zeitschriften, Aufsätze, DVDs, CDs, Fotos, Karten, Noten und vieles mehr. Zur Slup gehören 6 Bibliotheksstandorte mit ihren jeweiligen fachlichen Schwerpunkten. Direkt gegenüber der Zentralbibliothek gibt es zum Beispiel die Bibliothek Drehpunkt mit Medien für Ingenieure, Wirtschaftswissenschaftler und Informatiker. Im Makerspace kann man selbst an 3D-Druckern, Lasercuttern und weiteren Geräten kreativ werden. Nun wollen wir die Zentralbibliothek besser kennenlernen und zu einem virtuellen Rundgang durch das Gebäude starten. Die Ebene 0 ist in der Zentralbibliothek der lebendigste Arbeitsbereich. An der Servicetheke könnt ihr euch anmelden und außerdem Medien ausleihen oder zurückgeben. Gibt es Probleme bei der Recherche, dann hilft euch das Servicepersonal hier gerne weiter und beantwortet eure Fragen. Zum Arbeiten gibt es in der Slup zahlreiche Möglichkeiten. Es stehen Leseplätze mit und ohne PCs bereit. In der Lehrbuchsammlung findet ihr einführende Literatur zu allen Fachgebieten. Sie ist für Schülerinnen und Schüler und auch zum Studienbeginn sehr gut geeignet. In der Ebene minus 1 befindet sich die Mediathek. Dort gibt es nicht nur musikwissenschaftliche Literatur, sondern auch eine große Sammlung an audiovisuellen Medien. Unter anderem zahlreiche CDs und DVDs. Außerdem sind in der minus 1 unsere Zeitschriftenbestände untergebracht. In der Ebene minus 2 findet ihr die Bestände der Geisteswissenschaften und den großen Lesesaal. Anmelden können sich in der Slup übrigens alle, die mindestens 14 Jahre alt sind. Wie funktioniert das? Zuerst füllt ihr online das Anmeldeformular aus. Nach dem Abschicken erhaltet ihr eine 6-stellige Buchstabenkombination. Mit der Kombination und eurem Personalausweis meldet ihr euch innerhalb der Servicezeiten an der Servicetheke. Dort erhaltet ihr eure persönliche Slup-Card. Personen unter 16 Jahren benötigen zusätzlich eine Kopie des Personalausweises eines Erziehungsberechtigten und dessen Unterschrift unter einer Bürgschaftserklärung. Alternativ könnt ihr die Nachweise als Scan auch per E-Mail an uns schicken. Ihr bekommt eine temporäre Benutzernummer und könnt bereits alle unsere digitalen Services nutzen. Bei eurem nächsten Besuch in der Slup tauscht ihr diese Dummy-Nummer einfach an der Servicetheke gegen eine Slup-Card ein. Dann könnt ihr auch Medien aus allen Standorten entleihen. Mit der Slup-Card erhaltet ihr auch euer persönliches Benutzer-Login. Das besteht aus der Benutzernummer und einem Kennwort. Zu Beginn ist das euer Geburtsdatum, 8-stellig ohne Punkte. Wir empfehlen, dieses aus Sicherheitsgründen zu ändern. Ausleihen ist entweder am Selbstausleihautomat oder an den Servicetheken möglich. Für den Ausleihautomat müsst ihr euch zusätzlich zum Kennwort eine 4-stellige PIN über das Benutzerkonto anlegen. Die Leihfrist beträgt 28 Tage. Die Leihfrist kann man 5-mal selbst über das Benutzerkonto verlängern, sofern das Medium nicht von jemand anderem vorgemerkt wurde. Verlängerungswünsche nehmen wir auch per E-Mail, Chat oder telefonisch entgegen. Die Rückgabe ausgeliehener Medien kann während der Öffnungszeiten am Rückgabeautomaten der Zentralbibliothek oder während der Servicezeiten an den Servicetheken aller Standorte erfolgen. Die Slup ist ein Ort zum Arbeiten, Lesen und Studieren. Damit in der Bibliothek alle ungestört lernen können, gibt es ein paar Regeln. Essen und Trinken ist bis auf Wasser nicht gestattet.
Leise Gespräche dürfen nur im Foyer und im Forum, also im Bereich direkt hinter dem Drehkreuz, geführt werden. Wollt ihr zusammen an einem Projekt arbeiten, könnt ihr euch auf unserer Webseite kostenlos einen Gruppenarbeitsraum buchen. Ihr braucht dafür nur eure Benutzernummer und euer Kennwort. An allen Standorten des SLUB kann man das WLAN der Bibliothek benutzen. Ihr wählt bitte das Netzwerk SLUB aus und gebt dann euer Benutzerlogin, also wieder eure Benutzernummer und euer Kennwort, ein. Jetzt schauen wir uns das Benutzerkonto der Bibliothek einmal etwas genauer an. Hier habt ihr einen Überblick über eure Ausleihen, Bestellungen und Vormerkungen. Über die Checkboxen könnt ihr die Leihfristen verlängern. Ist keine Checkbox vorhanden, habt ihr die maximale Anzahl der Verlängerungen erreicht oder eine andere Nutzerin oder ein anderer Nutzer hat das Buch vorgemerkt. Außerdem stehen euch die Menüpunkte Kennwort ändern und PIN für die Automaten zur Verfügung. Nicht alle Medien sind in der sogenannten Freihand aufgestellt, also den öffentlich zugänglichen Regalen. Einige müsst ihr über den Bibliothekskatalog aus dem sogenannten Magazin bestellen. Ist ein Medium ausgeliehen, kann es ebenfalls von euch über den Katalog vorgemerkt werden. Die Leihfrist für dieses Medium kann dann nicht mehr verlängert werden und ihr erhaltet eine E-Mail, wenn es zurückgegeben wird. Im Benutzerkonto seht ihr, welche Vormerkungen und Magazinbestellungen bereitliegen und wo ihr sie abholen könnt. Wir haben eine Menge über die Services des SLUB gehört und nun wollen wir uns der Frage zuwenden, wie man denn an die Literatur kommt, die man braucht. Alle unsere Medien sind über den SLUB-Katalog recherchierbar. Es ist empfehlenswert, sich vor der Recherche ins Benutzerkonto einzuloggen, damit sofort alle Services zur Verfügung stehen. Habt ihr eine Literaturliste, könnt ihr einfach den Titel und den Autor in den Suchschlitz eingeben. Hier mal ein Beispiel. Ich wähle dann einen Titel aus und gelange mit einem Klick zur Detailanzeige. Dort finde ich alle Titeldaten, auch bibliografische Daten genannt, die ich zum Zitieren einer Quelle benötige. Gleich rechts sehe ich, wie viele Exemplare für mich zur Verfügung stehen. Die frei verfügbaren Exemplare sucht man sich dann selbst aus dem entsprechenden Regal heraus. Die anderen sind im Magazin oder ausgeliehen. Diese müsste ich entweder bestellen oder vormerken. Direkt darunter befinden sich zur Orientierung Ausschnitte aus dem 3D-Modell, also dem Lageplan der Bibliothek. Unten rechts findet man manchmal weiterführende Informationen, wie zum Beispiel Inhaltsverzeichnisse oder auch mal kurze Inhaltsangaben. Weiter unten findet ihr die Liste der einzelnen Exemplare. Die Signatur gibt mir an, wo das Buch steht. Klicke ich auf den Link, öffnet sich das 3D-Modell in einem neuen Tab und ich kann mir ein genaues Bild von dem Standort machen. Im 3D-Modell wird zusätzlich die Regalnummer angegeben. Wenn man aber nicht das ganze Regal absuchen möchte, ist die Signatur, die den genauen Standort im Regal anzeigt, die bessere Wahl. Gelb markiert sind die bestellbaren Exemplare aus dem Magazin. Die Bestellung ist rechts über den Button möglich. Der Status gibt an, ob das Medium ausleihbar ist oder nur vor Ort in der Bibliothek genutzt werden kann. Nun kommen wir zu den digitalen Medien. Das sind zum Beispiel E-Books oder elektronische Zeitschriftenartikel. Ein neues Suchbeispiel. Ich gebe Physik im Suchschlitz ein und filtere meine Ergebnisliste nach digitalen Medien, indem ich den Regler nach rechts verschiebe. Danach wähle ich noch den Medientyp Bücher aus und lege fest, dass die Bücher zwischen 2010 und 2022 erschienen sein sollen, um aktuelle Literatur zu erhalten. Als Schülerin oder Schüler hat man auf viele digitale Medien meist nur in der SLUB vor Ort Zugriff. Für die Suche nach sogenannten digitalen Volltexten, die man auch zu Hause aufrufen kann, aktiviert ihr deshalb am besten den Filter Open Access rechts neben der Trefferliste.
Dass es sich bei den Treffern in der Liste nun um digitale Medien handelt, erkennt man an den kleinen Pfeilen rechts. Über diesen Pfeil oder die Detailseite komme ich nun zum Volltext. Ihr wisst nun, wie man sich in der SLUB anmelden kann, welche Services wir bereitstellen und wie der Katalog funktioniert. Auf unseren Webseiten findet ihr noch zahlreiche weitere Angebote, zum Beispiel Kurse und frei zugängliche E-Tutorials, mit denen ihr selbstständig lernen könnt. Speziell für euch haben wir das E-Tutorial von der Idee zur Facharbeit, Einstieg ins wissenschaftliche Arbeiten für Schülerinnen und Schüler erstellt, mit dem ihr euch vertiefend über Themen wie Recherche, Quellenbewertung und Zitieren informieren könnt.